Leute, heute gibt es ein neues Video mit einem Special Guest. Mich. Also im ersten Video hat Samuel herausgefunden, dass er nach Amerika fliegen wird. Und jetzt möchten wir diesem Video preisgeben, also er muss es natürlich wieder erraten, wohin es genau geht. Und da haben wir wieder sein Portemonnaie, weil jedes Mal, wenn er was Falsches sagt, muss er mir 10 Euro in meine Kasse schmeißen. Und ja, da gibt es keinen Ausweg mehr raus. Also das ist dann das Geld, was ich einbehalte. Deswegen hier, bitteschön. Und wenn er einen weiteren Hinweis braucht, muss er 5 Euro reinschmeißen und er kriegt einen weiteren Hinweis von mir. Genau. Damit er es nicht hören kann, gibt es die Kopfhörer auf mit ganz lauter Musik. Maske und Schal. Erste Runde geht jetzt los. Ach so, mir fällt gerade ein, ich hatte noch ein Ostergeschenk an dich und ich habe es dir vergessen zu geben. Okay. Gib. Echt? Ja. Ja, passend im Video. Ja, naja. Besser jetzt als nie, sonst gehe ich wieder damit nach Hause. Genau, es ist einfach nur ein T-Shirt. Aber vielleicht habe ich dasselbe und dann ziehst du es bitte an. Oh nein, nicht jetzt! Ja, jetzt musste ich das anziehen. Tada! Einfach nur eine Kleinigkeit zu nebenbei. Und jetzt machen wir hier wieder deine Kopfhörer alles an. So, da habe ich erstmal als ersten Hinweis das schöne Ding hier. Und das darfst du jetzt mal ertasten. Das ist schwer. Es ist aus... Es ist Keramik bestimmt. Ja. Gleich eine Ecke, zweite Ecke, dritte. Es ist ein... Nein, es ist ein... Leute, hier ist ein Loch. Es ist ein Souvenir, das weiß ich. Es ist ein... ein bisschen metallisch. Das ist ein... Boah, eigentlich kann es kein Fünfeck sein, also ist das ein Stern. Oder? Ja, das ist ein Stern. Ja. Du kannst ja deine Augenbinde trotzdem aufbehalten, weil jetzt gibt es nämlich was zum Hören. Disney! Disney! Nein, das ist nicht Disney. Oh mein Gott! Evi, nicht dein Ernst! Was denn? Ich weiß wohin! Wohin denn? Hollywood! Leute! Wir fliegen nach Hollywood! Ernsthaft? Aber nicht nur. Willst du weiterraten oder lieber nicht? Weiterraten. Weiterraten. Leute. Ich sage dir 3 Sachen und du musst mir sagen, was die Gemeinsamkeit bei denen ist. Okay. Einfach nur sagen. Liebe. Lachen und Lautstärke. Freunde? Liebe, Lachen und Lautstärke. Was ist Gemeinsamkeit? Was hat Lautstärke? Hä? Leute, ihr könnt ja auch alles mal in die Kommentare hinschreiben. Was ich halt nicht wusste. Und ja. Hä, was denn? Liebe, Lautstärke, Lachen. Lachen, Liebe, Lautstärke. Was haben diese 3 Sachen gemeinsam? Diese 3 Wörter. Achso, du willst einen Fünfer reinschmeißen, damit ich den Tipp gebe? Ja. Cash for the bank. Sie hat schon letzte Runde einen Fünfer von mir bekommen. Und? Kannst du die ordentlich halten, bitte? Damit jeder sieht. Also du willst einen Tipp haben. Ja! Achte nicht, was die Wörter bedeuten, sondern auf die Wörter selber. Was ist das denn für ein Tipp? Das ist wie bei Geocaching. Magnetisch. Ja, okay. Das ist
Buchstabe. Ein Buchstabe? Ja. L. Ja. Jetzt habe ich ja mit dem Tipp eigentlich schon alles gesagt. Okay. Hä, gleich Liebe, Lachen, Lautstärke. Ja, fang alle mit L an. Hä, wie kommt man denn auf so eine Dumme? Ich muss doch spontan sein, oder? Leute, bei 10 Likes, hier, 10 Likes, bekommt sie von mir Rache. Also ein Prank. Er kann mich eh nicht mehr toppen. So, dann haben wir... Boah, ist das kalt. Ja, was können wir noch nehmen? Das Gegenteil von Z. Gibt's ein Gegenteil? Also es gibt kein Gegenteil, aber... A? Ja. Was ist das? Und jetzt musst du nur noch die Sachen zusammenfügen. Hä, Z, C und A. Bist du behindert? Hä, nein. L.A. Ja. Geh mal ein bisschen näher in die Kamera. L.A. Nein, nein. Fokussiert sich das jetzt? Nein. Was steht da drauf? L.A. Nein. Kann ich nicht lesen. So, es geht weiter. Und zwar haben wir den nächsten Tipp. Ist wie gesagt nur eine ganz Kleinigkeit. Da musst du auch nicht erraten, wirklich, was das zusammengehört, sondern einfach nur das Ding. Und ich hoffe, er ist schlau genug und kann daraus schlussfolgern hier. Ist das ein Auto? Ja. Kannst du dir schon vorstellen, was ein Auto damit auf sich hat? Also ich weiß, das ist ein Ding, ist von Hot Wheels bestimmt. Ja, ist eigentlich egal, was das für ein Auto ist. Okay, und jetzt einmal bitte zuhören. Sagt dir das was? Nein. Ah. Ist das irgendein Zug bestimmt? Nee, ist es nicht. Also sag das dir nichts, ja? Nein. Okay, dann musst du wohl einen Fünfer in die Kasse machen, damit ich den Tipp gebe. Ja, okay. Cash in my bank. Das heißt, ja. Schön hier. Fertig. Okay, weißt du, was Automaten sind? Ja. Meinst du China? China? Ja, weil dort tausend Automaten immer sind. Weil die sind ja bekannt wegen ihren so krassen Automaten. Okay, ich hatte eigentlich an Dönerläden gedacht. Hä? Kennst du da Automaten? Nein. So, manchmal sitzen da Menschen davor und stecken da Geld rein. Kannst du mal zeigen? Wow, er hat echt günstig einen Hinweis eingekauft. Sag dir das was? In Las Vegas. Was? Las Vegas? Ja. Hä, aber ich dachte, wir fliegen nicht nach Las Vegas. Aber ich hab dir doch gerade was in die Hand gegeben. Auto? Hä, aber... Ratter, Ratter. Hä, was ist das Auto? Wir machen einen Roadtrip. Ein 10-Jähriger mit seiner Schwester durch L.A., Hollywood und Las Vegas. Soll ich dir noch ein paar Sachen sagen? Ja. Also ich weiß, da kommen noch mehr, aber die drei Sachen sind okay, schon sicher. Ich habe es leider nicht bei. Ich glaube, ich habe sowas auch nicht zu Hause. Aber deine Cousine hat sowas. Das ist ein, wie nennt man das? So ein Haarband. Und da sind Ohren dran. Ja, was hat das jetzt? Hat das irgendwas mit einer Stadt zu tun? Nee, das ist auch in L.A., in Los Angeles, aber da gehen wir auch hin, definitiv. Und da wird auch dein Geld schön ausgegeben. Also es wird natürlich endlich mal annähernd reichen, aber... Sehr auf jeden Fall, das hast du auf jeden Fall schon gesehen. Das kannst du so aufsetzen und da sind so zwei große schwarze Ohren dran. Ja, ich weiß das. Das haben auch ganz selten Mädchen in unserer Klasse an. Und du weißt nicht, was es ist? Ja doch, das sind solche Teile, aber ja. In welcher Stadt oder von Las Vegas? Was für Teile? Was sind denn das für Teile? Hä? Für Haare. Ja, aber warum sind da zwei Ohren dran? Schwarze, große Ohren. Und manchmal haben die auch Hase. So... Und manchmal haben die auch hier in der Mitte ein pinkes, eine pinke Schleife.
Mickey Mouse. Ja. Das heißt Disney. Und Disney heißt Disneyland. Richtig. Aber Disneyland ist in Paris. Es gibt auch eine Los Angeles, du Idiot. Fertig? Ja. Freust du dich? Oder realisierst du es noch nicht? Ich Oder brauchst du noch mal eine Bestätigung? Ja, Bestätigung. Nein, das war kurz zur Info, der Brief lag von der letztes Mal. Ah ja, da war noch das Flugticket drin, ist ja nicht so schlimm. Also das ausgedruckte Flugticket und gefotoshopptes Flugticket von meiner Schwester, das ist bestimmt jetzt das echte. Ja, aber das bitte zuhalten. Also, Los Angeles, das ist Schiedpol. Amsterdam, wir fliegen über Amsterdam. Oh. Aber nur ganz kurz, also keine Zwischenjobs. Warum steht dort Mrs. Samuel? Nee, ist Mister. Aber weil du noch klein bist, da steht es so. Gut. Es geht nach Los Angeles. Von Los Angeles, also von Berlin nach Schiphol. Nach Amsterdam. Nach Amsterdam. Wir fliegen mit KLM? Ja. Krass! Und wir fliegen mit Delta. Genau. Also, Samuel hat in dem ersten Teil, was er euch ja schon hier in der Infobox verlinkt hat oder hier irgendwo, erzählt, also da hat er herausgefunden, dass er nach Amerika fliegt. Jetzt hat er herausgefunden, wohin wir überall alles fliegen. Also, dass wir nach L.A. fliegen und von dort aus die ganzen anderen Trips machen. Er weiß noch nicht, wann wir fliegen, aber er wird bestimmt im nächsten Video euch mal mitnehmen und seinen Koffer packen, weil er muss dann die ganze Zeit bereit sein. Wir könnten ihn eigentlich jederzeit, kann ich ihn mitnehmen und einfach in einen Flieger setzen. Nein! Du musst mir auch sagen, wann! Wieso denn? Hä, darum! Das ist doch die Überraschung. Ja, aber was, wenn die Akkus nicht... Doch, ich sag schon darauf. Hä, aber nimmst du deinen Laptop mit? Ja, natürlich. Dann kannst du denn auf deinem Laptop irgendwie so ein Programm downloaden, zu schneiden? Okay. Aber dort gibt es doch kein WLAN. Doch. Also in dem Sinne, glaube ich, können wir das Video beenden. Ich hoffe, Samuel freut sich und ist nicht enttäuscht. Einmal schön kommentieren und Like setzen, dass ich die beste Schwester der Welt bin. Und schaltet beim nächsten Video ein. Macht das. Ciao, Leute. Ciao.